Hallihallo, hallöle und willkommen zurück bei Civilization 5. Hi, ja, wir sind wieder und immer noch am Start und ja, kämpfen uns immer noch durch die Gegend. Ich starte gerade eine große Aufholaktion von ganz hinten bis ganz vorne natürlich. Das versuche ich jetzt mit aller Macht, aber wir mal schauen, ob es klappt. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Ja, ich noch mehr. Ja, genau, richtig. So. Gut. Okay. Dann, ich mute mich mal, damit wir hier loslegen können. Genau, so. Ich muss mal schauen, wir machen mal hier den Move, zack. Okay, so, nächste Runde. So, bei uns wird in drei... Achso, nee, hatten wir... Hä, war das jetzt... Hatten wir das jetzt bekommen gehabt eigentlich? Ah nee, das war... Achso, das Wunder haben wir, konnten wir gar nicht bauen. Oh, scheiße. Ah, das Wunder wurde nicht abgeschlossen. Das ist blöd. Das ist natürlich blöd. Das ist wirklich blöd. Ein wenig. Na gut. Mit dem Zirkus dürften wir dann auf jeden Fall wieder normale Wachstumsraten erstmal bekommen. Kornspeicher wird hier erstmal produziert und so weiter und so fort. Da müssen wir auf jeden Fall, gerade bei der Zufriedenheit, müssen wir wirklich drauf achten, dass wir das dort hinbekommen. Und, so, wir haben jetzt hier... Warte mal. Hier mal noch die eine Einheit mal noch hier hin verschiffen. So, warten auf Spieler. Na, das Barbar, der Barbar läuft. Der Barbar, der Barbar. Okay, gut, wir befestigen das mal. So, dann haben wir hier, warte mal, zack. Kann er hier nochmal was? Ah, gut. Hier nicht so. Hier kann er gar nicht durch. Hier kommen wir gar nicht lang. Okay. Müssen wir wieder umdrehen. So. Okay. So, momentan wird hier relativ viel gebaut bei mir. Ich weiß nicht, warum er so Ewigkeiten braucht. Warum braucht er denn so Ewigkeiten? Mann, oh. Oh Mann. Soll mal Eier machen. Für dich stellen wir demnächst mal einen Rundentimer ein. Glaub mir, das habe ich mir bei dir auch schon gedacht, weil, wie gesagt, du regst dich jedes Mal auf, wenn du warten musst. Jedes Mal. Wenn ich das bei jedem gemacht hätte, wären wir jetzt schon bei, hätte ich mich 50 Runden lang aufregen müssen. Ernsthaft. So. So, weiter geht's. Ja, machen wir weiter. Ah, geil. So. Jetzt ziehen die ganzen Spieler halt erstmal nochmal. Ne, durch die Runde. Durch. So. Hier werden sich verschiedene Rohstoffe noch gewünscht und dies und jenes und hast nicht gesehen. So, was neue Spieler. Bla bla bla. Barbar ist gerade noch dran. Aktuell. Der momentan sogar relativ viel dann immer macht. Ne? Aber das ist halt natürlich klar. Deswegen am besten halt Barbaren halt komplett ausschalten. Ihr jetzt so viel Spiel betrachtet, ich spiele eigentlich auch lieber ohne Barbaren, weil es ich meistens immer dann besser anbietet. So. Ich habe gerade schon mal wieder gedrückt auf Runde beenden. Wie gesagt, bei mir ist momentan relativ wenig los. Ich versuche jetzt hier mit Washington erstmal noch hier den Zirkus zu bauen. Wassermühle hier in New York ist sogar schon nach oben. Ah gut, dann haben wir jetzt hier minus 6. Was haben wir denn an Produktion mittlerweile eigentlich? Wir sortieren nach Gold. Kostet das 8 Gold momentan oder was? Oder? Ah, es geht weiter. Es geht weiter. Und wir können auf jeden Fall jetzt in dieser Runde eine neue Sozialpolitik dann auch wieder einführen. Könnte man jetzt hier theoretisch sagen, dass man das hier kauft? Nee, ne? Nee, auch blöd. So, Barbar zieht gerade auf jeden Fall noch. Okay, so.
Oh, wir haben Bratislava kennengelernt mittlerweile. Schön. Können wir auch wieder zurückgehen hier. So, Produktion wählen. Washington selbst. So, Pyramiden. Aha, Pyramiden sind schon so alt als Wunder. Das kriegen wir wahrscheinlich. Ja, Pyramiden kriegen wir nicht hin. Das können wir da, glaube ich, vergessen. Nahrung plus 2 und Produktion plus 1 wäre ganz gut. Haben jetzt auf jeden Fall erstmal wieder 0 Produktion, damit eure Ställe wachsen. So, dann haben wir hier Zirkus, können wir Pferde einfach der Stadt benötigt. Okay, gut, dann können wir hier meinetwegen erstmal noch einen Bautrupp nochmal bauen, Politik einführen. Jeder, die mit der Hauptstadt zufrieden. Ja, okay. Gut, so. Haben wir momentan zwar auch noch nicht, aber das kommt alles noch. Das kommt alles noch. Das kommt alles noch. So, große Persönlichkeit wählen. Euer Reich. Yay. Also oh Mensch, du bist so langsam. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also du, jetzt komm mal her. Für dich sollten wir mal den Rundentimer aktivieren. Ehrlich. Sag da nichts zu. Ja. Moment. So. Was war das denn jetzt? Produktion, Produktion. Hier, Produktion ändern. Okay, ich hätte ganz gerne jetzt doch die Pyramiden und wenn ich das jetzt hier beschleunigen kann. Okay, das ist doch gut. Wunderbar. Hab doch schon beendet. Was willst du denn? Ja, jetzt. Nach 500 Jahren. Alles im grünen Bereich. Ja. Aber sich aufregen. Also gefühlt regst du dich bei jedem Mal auf. Tatsächlich bist du das. Ich habe die ersten Runden mich nicht aufgeregt. Ich reg mich erst so auf, seit du dich aufregst. Und das mit Recht. Nein. So, ihr habt 3-3 entdeckt. Wunderbar. So, das heißt, wir können jetzt mal hier weiterhin... Produktion, ach genau, richtig, wir hatten ja jetzt die Pyramiden, hatten wir ja jetzt noch fertiggestellt gehabt. Kornspeicher, Bibliothek, ja, machen wir ja erstmal Kornspeicher. Aber wir sind momentan echt verschuldet, ey, krass. Richtiges Gebäude. Wir brauchen halt auf jeden Fall irgendwie Gold. Okay, gut, lass den Krieger hier mal befestigen, bitte, einmal. Ziehen wir hier mal hier weiter. Wir ziehen auch hier mal weiter. So, dann hätten wir hier einen Bautrupp. Achso, den gab es kostenlos scheinbar mit dazu. Bautrupp. Automatisieren. Okay. Gut, so. Wir könnten jetzt, naja, wir müssen halt irgendwie einen guten. Wir sind halt echt krass verschuldet momentan, ne? Das kann man so nicht anders sagen. Sind richtig krass verschuldet. Na gut, aber momentan wachsen die Städte relativ vernünftig. Das könnte sich für die nächsten Male ausgehen. Ach Manu, jetzt hör doch mal auf hier! Ich warte nur auf dich? Nein, auf ganzen. Man sieht das doch. Da steht warten auf andere Spieler. Ja, weil es halt lädt, deswegen. Schade. Ja, eben, schade. Ja. So, warten auf Spieler. Okay. Gut, so. Haben wir das? Ja, komm. Und. Ah, na komm. Können wir wieder nicht machen, weil wir erstmal die Produktion wählen müssen, wie immer. Kornspeicher, Karawane, Bautrupp, Kornspeicher. So, wir sind jetzt momentan sind wir bei minus 18 nur noch. Das ist schon mal etwas günstiger auf jeden Fall. Was macht hier oben eigentlich unsere... So... Katapult, Gerichtsgebäude und hängende Gärten. So, wo stehen eigentlich die Pyramiden hier? Die haben wir jetzt ja bekommen, oder? Müssten wir ja eigentlich. Ja. Ja, genau.
Pyramiden haben wir bekommen, aber wo stehen die, wo sind denn die Pyramiden? Stonehenge ist hier. Die Pyramiden nicht. Vielleicht hier irgendwo drin. Hallo, schlaf nicht ein. Achso, oh. Stimmt, jetzt war es gar nicht so schlecht. Hier noch eine Einheit rumliegen, die nicht befehligt wurde. Aber ich hatte vorher schon auf Runde beenden gedrückt, also keine Sorge. So. Kannst ja vorher nicht Runde beenden, wenn du noch eine Einheit hast, die keinen Befehl hatte. Doch, das geht. Nee, da steht dann halt, Einheit benötigt Befehle. Ja, aber die war irgendwie... Hatte schon auf Runde beenden gedrückt, dann habe ich die Einheit nochmal ausgewählt. Und dann stand dort Einheit benötigt Befehle. Und ja, genau, so ist das. Okay. So. Okay, so. Zack. Zack. Okay, also ist halt eine kurze Grenzverletzung hier in dem Moment. Aber das soll ja nicht so besonders schlimm sein. Okay, Washington wächst halt wieder nicht mehr. Aber wir sind zumindest mal bei, ich nenne es jetzt einfach mal, nur minus 11 an Goldverlust aktuell. Aber gut, ja. So ist das eben. Warten auf Spieler. Wir warten und warten und warten. Ja, so ein Rundentimer wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ne? Dass man wirklich dann auch nur 30 Sekunden Zeit hat oder dass man das irgendwie noch einstellen kann. Werden wir mal sehen, vielleicht kann man darüber reden. Das ist jetzt, wie gesagt, halt unsere erste Runde, die wir halt hier so zusammenspielen. Rundenbasiertes Spiel ist immer wirklich ein bisschen schwierig, denke ich. Ich habe ja bisher auch wirklich, ich für meinen Teil, bisher noch gar nicht zusammengeschnitten. Ich weiß nicht, wie der Black das dann halten möchte und halten will. Und wenn man dann halt doch mal, wartet oder sowas in die Richtung, ne? Wie gesagt, kann natürlich auch mal sein, ne? Es ist natürlich immer so, ne? Mal ist bei ihm mehr los, mal ist bei mir weniger los und so weiter und so fort. Und deswegen muss man da mal schauen. So, okay. Lalalalala. So, warten auf Spieler. Er hatte mittlerweile seine Runde auf jeden Fall beendet. Wir momentan allerdings nur keine weitere Stadt momentan leisten, glaube ich. So, Einheit benötigt Befehle. Ja, erstmal hier weiter schicken. Die Einheit, okay. So. So. Immer mal in die... Ja, eigentlich können wir auch schon wieder fast in die nächste Runde schon wieder gehen. Momentan ist da ja wirklich nicht so viel. Wir sind scheinbar hier unten, sind wir wirklich scheinbar wirklich richtig, richtig tief im Süden dann. Ich glaube, hier ist dann sozusagen wirklich dann der, ja, eine Polkappe. Wir haben auf jeden Fall noch Fisch hier. Fisch, Fisch, Fisch. Fischi, Fischi, Fischt. Was haben wir hier noch? Hier haben wir Stein. Können ja aber auch mal noch ein bisschen Ausschau halten nach irgendwelchen Gütern, die wir hier haben. Wein ist am Stissel. Okay, Boston hat hier das hier. Ja, hier sind auf jeden Fall die Bautrupps, haben wir hier auf jeden Fall gut noch was zu tun. Das ist natürlich klar. Aber dann können wir uns halt wirklich keine weitere... Also, hier mal weiter drücken. Und dann können wir uns allerdings halt noch keine weitere Stadt leisten. Das ist wirklich... Und oh, wir sind schon wieder bei minus 1 Zufriedenheit. Das ist echt nicht cool. Minus 1 Zufriedenheit bedeutet auf jeden Fall immer irgendwie nichts Gutes. So, Produktion wählen. So. Hätten wir hier irgendwas, was uns ein bisschen zufriedener macht. Bibliothek, bla bla, plus 1 Wissenschaft. Stadtmauern, Wassermühle. Wir brauchen halt irgendwie wirklich... bei Zeiten irgendwas Vernünftiges. Oh, wir können zwar viele Sachen bauen, aber irgendwie nutzt uns das alles nichts. Das ist irgendwie echt blöd. Gut, so, Produktion wählen. New York. Also New York kann erstmal einen Zirkus bauen. Das ist erstmal wichtig. So, dann können wir hier mal ein bisschen was weiterschicken. Okay. Der Black ist auch gerade noch am Stisseln. Okay. So, wir können auf jeden Fall schon mal in die nächste Runde gehen. Okay.
Washington wäre wirklich mal gut, wenn Washington jetzt endlich mal wachsen würde. Mann, 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 Mann. Wir haben auf jeden Fall momentan gerade wirklich auch ein paar innenpolitische Probleme, sagen wir es mal so. Wenn momentan unsere Städte halt zu wenig wachsen und wir da, also New York ist natürlich gut am Wachsen, ne? Aber ja, kommt da momentan noch nicht ganz so klar damit. Aber das kriegen wir halt auf jeden Fall noch im Verlauf der Zeit noch hin. Und halt natürlich auch der Goldfaktor, ne? Das ist natürlich auch ein weiterer Faktor, der dann immer mit reinspielt. Können wir ja auch die Sachen teilweise kaufen, aber ja, das ist irgendwie ein bisschen problematisch. Und wir müssen halt bei Zeiten dann halt sehen, dass wir wirklich dann die Städte miteinander verbinden. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall als nächstes passieren. 18 Runden bis zur nächsten Dingens, okay. Kann man hier nochmal schieben? Ne, kann man nicht. Okay. Gut, so, dann hätten wir jetzt hier auch mal einen fertig. Schrein. Okay, ja, jetzt sind wir schon bei minus 16, ey. Eieieiei. Eieieiei. Es gibt, glaube ich, auch Gold. Wie gesagt, wir haben ja unsere Zivilisation. Wir haben ja unsere Religion. Und durch diese Religion wird es uns dann aber vermutlich möglich sein, wenn wir denn dann Jedenfalls die würde ich Städte. sagen, beenden wir hier mal die Folge mit der neuen Runde. Geht's dann in der nächsten weiter. Freut uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.